Die Fronten sind ja jetzt schon fertig von meinen Küchenschränken. Die brauchen aber noch Griffe, weil ich will die alten da nicht wieder dran machen. Und weil das Regal aus Kupferrohr ist, dachte ich, es wäre ganz nett, auch die Griffe aus Kupferrohren zu machen. Dafür brauchen wir Rohrclips, pro Griff 2 Stück, Akkubohrer und einen Bohraufsatz, der zu den Schrauben passt, die ihr benutzen werdet, Sprühlack, einen Rohrschneider, Sekundenkleber, Cutter und Zollstock, Zange und Schraubenzieher und natürlich Kupferrohr und Kappen pro Griff wieder 2 Stück. Die Rohrclips sind weiß. Ich habe sie weiß gekauft. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es eine andere Farbe gibt. Ich glaube nicht. Deswegen habe ich sie angesprüht mit einem schwarzen Lack, damit sie zu den Fronten passen. Da muss man darauf achten, dass man überall natürlich den Lack gleichmäßig verteilt, dass man nicht zu nah rangeht, weil dann tropft euch das alles runter und wird nicht so schön gleichmäßig. Und wie lange das Ganze trocknen muss, hängt extrem von dem Lack ab. Ich hatte diesmal einen sehr schnell trocknenden. Es gibt aber auch welche, die brauchen 20 Minuten, bis man die anfassen kann und sie trocken sind. Da müsst ihr mal hinten auf die Packung gucken, da steht es immer drauf. Meistens sind die Zeiten sehr großzügig, meistens sind die Sachen schon ein bisschen früher trocken, als es hinten drauf steht. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann orientiert euch daran. Bei mir ist dann Folgendes passiert. Und zwar ist der Lack voll krass abgesplittert. Und zwar, ich weiß gar nicht warum, weil ich habe ja Rohrclips schon mal angesprüht, wenn ihr das Schlafzimmer-Makeover gesehen habt und die Folge mit dem Bettkopf, da habe ich auch Rohrclips schwarz angesprüht und dann auch die Lampe da reingedrückt. Und es hat super funktioniert. Es ist so mini, mini, minimal abgesplittert, aber so, dass man es halt mit einem schwarzen Nagellack einfach ein bisschen nachtupft und dann ist es in Ordnung. Und auch wenn ich die Lampe jetzt bewege und so, da splittert nichts ab und alles ist schön. Diesmal, ich war richtig geschockt, es ist so alles sofort abgesplittert. Und also die einzige Erklärung ist, weil ich habe nichts anderes gemacht als beim Schlafzimmer, außer anderen Lack benutzt. Und das muss der Fehler gewesen sein. Also, deswegen an dieser Stelle mein Tipp für euch. Achtet drauf oder fragt im Baumarkt, welcher Lack sich für Plastik eignet, wo wirklich die Gefahr nicht besteht, dass der komplett wieder absplittert. Weil ich kann euch sagen, es ist wahnsinnig frustrierend. Und ich habe nicht damit gerechnet. Und ich habe den gleichen Lack benutzt für die Regale im Schlafzimmer und für ein Regal in der Küche, also Metallregale. Hat auch super gehalten und deswegen war ich völlig überrascht, dass es jetzt, dass das dabei rausgekommen ist. Also achtet darauf, dass der Lack wirklich dafür geeignet ist, was ihr damit vorhabt und wenn ihr euch unsicher seid, fragt lieber nochmal nach. In meinen Schubladen waren schon 2 Löcher drin, die habe ich auch nicht zugemacht, die habe ich einfach so gelassen, wie sie vorher waren. Und deswegen hatte ich schon vorgegeben, in welchem Abstand diese Rohrclips angebracht werden müssen. Ich habe mir dann nur noch mein Kupferrohr genommen und habe nach meinem ästhetischen Empfinden entschieden, wie lang dieser Griff sein soll und habe das dann ausgemessen und zurechtgeschnitten. Ich brauchte für die Schubladen 5 Griffe, deswegen habe ich es 5-mal zurechtgeschnitten. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich für die Türen die gleiche Länge haben will und den gleichen Abstand der Rohrclips. Deswegen habe ich insgesamt 8 Kupferrohre zurechtgeschnitten, die gleich lang sind. Bei den Türen hatte ich vorher ganz lange Griffe dran, deswegen waren die Löcher ganz weit auseinander. Die habe ich, bevor ich die Türen angemalt habe, zugespachtelt und deswegen musste ich da jetzt neue Löcher reinbohren. Wie gesagt, ich habe einfach den Abstand genommen, den ich von den Schubladen schon hatte, von den Rohrclips und die Griffe auch genauso lang gemacht. Das habe ich mir abgemessen, markiert und dann die Löcher gebohrt. Um die Rohrclips zu befestigen, braucht ihr so eine Schraube, die natürlich durch das Loch passt von eurem Rohrclip. Das sind diese flachen Schrauben, die keine Spitze haben. Ich weiß gerade den Fachbegriff nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja auch. Dann braucht ihr eine Unterlegscheibe. Die Unterlegscheibe dient einfach dazu, dass die Mutter mehr Halt hat, also dass sie mehr Fläche hat zum Aufliegen. Dann schraubt ihr erstmal die Mutter fest, soweit es geht.
Und wenn ihr nicht mehr weiterkommt mit euren Fingern, dann haltet ihr die Schraube von der einen Seite durch den Rohrclip mit einem Schraubenzieher fest und von der anderen Seite mit der Zange und dreht den Schraubenzieher dann, bis die Mutter und der Rohrclip und die Schraube und alles richtig fest sitzt. Jetzt befestigt ihr die Kappen an den Griffen. Ich finde, ihr könnt es natürlich auch so einfach abgeschnitten lassen. Ich finde, es birgt erstens Verletzungsgefahr und zweitens sieht es einfach hübscher und fertiger aus, wenn da noch so Käppchen dran sind. Ich habe ja letztens gesagt, dass es so schwierig ist, so Kupferrohre ineinander zu kleben oder so Kupferteile ineinander zu kleben. Ich habe es mit Montagekleber versucht, ich habe es mit alles Kleber versucht und diesmal habe ich es mit Sekundenkleber versucht. Der ist so ein bisschen flüssiger und der braucht weniger Fläche, um richtig fest zu kleben. Und das scheint mir eine sehr gute Möglichkeit zu sein. Also die Kappen habe ich mit Sekundenkleber festgeklebt und es wirkt sehr fest. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann müsst ihr nur noch eure kleinen Kupferstangen nehmen, eure Griffe und in die Rohrclips reindrücken. Ich finde, diese Kupfergriffe passen super schön zu der schwarzen Küche, zu den schwarzen Fronten. Die Rohrclips sind eine super, super einfache Möglichkeit, die zu befestigen. Vielleicht gibt es elegantere Möglichkeiten, aber das ist günstig und einfach und da wackelt nichts. Also man kann es super benutzen und ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Nächste Woche gibt es dann die nächste Folge von dem Küchenmakeover und dann sehe ich euch. Bis dann!